Was geht, Leute? Bobmann auf Bomb hier. Heute spielen wir Need for Speed Unbound. Volume 7 ist rausgekommen. Ich habe schon ein bisschen gespielt. Heute wollte ich mal die Drag-Rennen und Drift-Rennen mit euch machen. Nice. Es sind neue Reifen reingekommen. Die Drift-Physik ist wirklich richtig geil in dem Spiel jetzt. Durch die Drift-Pro-Reifen auf Elite. Also, damit sind jetzt nicht die Stufe Pro gemeint, sondern einfach die Kategorie Pro hier, Drift Pro greifen bei Elite, ganz wichtig. Damit könnt ihr wirklich so geil driften, Digga. Ey, also wirklich, eigentlich ist das Drift-System jetzt eine 10 von 10. Man kann damit so geil driften, man kann einfach alles geil machen, es ist so smooth, man kann geile Transitions machen. Ihr würdt schon sehen, also ich habe bei manchen YouTubern auch gesehen, dass sie damit nicht klarkommen irgendwie. Aber bei manchen von denen denke ich mir auch nur, das sind allgemein irgendwelche Hater von dem Spiel, die oft sowieso nur rumheulen bei dem Spiel bei irgendwas, aber egal. Das ist auf jeden Fall das beste Update von allen. Ich kann euch nur mal kurz den Speedpass zeigen. Hier Ode an Neville, das soll ja so ein wegen, das war so ein Schauspieler von Need for Speed Carbon, der ist gestorben, leider. 2024, glaube ich, und das soll halt so ein Denkmal sein. Vier Felgen, paar Sachen gehe ich mal durch. Neuer Wagen. Ich hole mir, glaube ich, diesmal den Premium Pass sogar, wegen ich finde die Sachen, die hier drin sind, richtig geil. Das UI Turbo von Underground 1. Soll einfach an Underground 1 und 2 angelehnt sein, das Update. Und ja, hier sind die ganzen Sachen. Ich gehe den jetzt mal kurz durch. Ich habe jetzt keinen. Also, ich will jetzt nicht das Video unnötig lang machen. Deswegen gehe ich die mal schnell durch. Aber ich finde, das ist bis jetzt der geilste Speedpass. So viele neue animierte Sachen. Hier musikreaktive Felgen. XP Boost ist auch musikreaktiv. Den neuen M3. Warte, der war ja gerade hier. Der ist kostenlos. Kann man kostenlos freischalten. Das Buddy Kit ist das Premium, aber sonst kann man den Wagen komplett kostenlos freischalten. Auch die normalen Buddy Kits ohne Delivery. Hier die Spinners wieder. Halt nur in LED. Auf den Turbo Fans. Auch cool. Ja, hier Eastsider Sachen richtig viele. Melissas Custom Eclipse, auch wenn das nicht das Bodykit ist vom originalen Underground 1 Eclipse. Warum sieht der Auspuff so komisch aus? Einfach kein Loch, egal. Aber die Livery ist richtig und das ist halt so fast richtig getuned. Hier nochmal ein Nummernschild und ja, viele Effekte. Sieht alles richtig geil aus. Neues Bodykit für den M3. Hier nochmal ein Skin. Ja, das könnt ihr euch dann auch noch in anderen Videos anschauen, falls ihr es genau sehen wollt, den Speedpass. Geht jetzt mal einfach nur flüssig schnell durch. Hier nochmal ein Dragster vom M3. Übelst geil. Ja, hier noch ein animierte Underground-Nummernschild LED. Noch so ein Nummernschildrahmen. Dieser Effekt ist übelst geil, den feier ich, Digga. Da brennt zwar fast mein PC durch, aber egal. Und ja, das war's. Hier auch nochmal ein Dragster Edition. Richtig nice. Sogar Nummernschild hinter Hunter mit diesen, wie heißt es nochmal? Diese Infinity-Nummernschilder. Ja, der Speedpass geht 79 Tage. Ja, der Speedpass und Volume meine ich allgemein. PvP sind momentan die Sachen drin. Hier ist sogar Geld plus XP Boost. Da fährt man Eddies Wagen und die Schrecken sind auch an Underground angelehnt. Hier Drift Playlist, Drag Playlist und alle Stufen normal. Aber ich gehe jetzt erstmal in die Drag-Rennen rein. Wir sehen das gleich, wenn ich im Rennen bin. Okay, Leute, wir sind jetzt drinnen zu viert. Ich empfehle euch immer, eigene Drag-Builds zu machen. Das ist viel besser. In dem Fall ist jetzt, glaube ich, der. Ja, kommt drauf an, wie lang die Strecke ist, ne? Ich nehme aber jetzt den Nissan GT-R, weil der Audi A8 hat zwar eine bessere Beschleunigung, aber Höchstgeschwindigkeit ist hier viel besser. Deswegen nehme ich jetzt den GT-R. Nur das Problem ist bei mir, guck mal, wie geil das hier aussieht, alles könnt ihr euch durchlesen. Ich habe leider den HUD-Bug, dass bei mir leider das ganze HUD nicht angezeigt wird. Das ist so ein Bug, den manche PC-Spieler haben. Wird jetzt vielleicht im Video nicht so geil aussehen. Aber ja, guck mal, wie geil das aufgebaut ist alles.
Burnout macht man auch. Ich finde, der Burnout sieht zwar ein bisschen komisch aus, wegen der stoppt immer mittendrin so. Die müssen den Burnout vielleicht noch ein bisschen schwieriger machen, aber ansonsten ist es geil, dass sie reingemacht haben. Und ja, ihr seht schon unten rechts ist mein Tacho leider nicht zu sehen. Aber wir schaffen das auch ohne. Und immer wenn man perfekt schaltet, kriegt man Burst Nitro. Sogar mit Lane Switching, also als Spurwechsel. Das ist so geil, Alter. Ich feiere das Update so unnormal, Digga. Das ist das geilste Update mit Abstand. Hier mit Spurenwechsel. Oh mein Gott. Ey, aber der 8 zieht uns ja übelst ab. Vielleicht weil die Strecke nicht so lang ist. Aber Drag-Rennen sind meine Lieblingsaktivität jetzt. Gleich können wir noch zu den Drift-Rennen. Die sind auch übelst geil. Die feiere ich fast genauso. Aber ja. Leider. Also ich denke, dass sie den Bug mit dem HUD bald beheben werden. Junge, der Typ im R8 ist einfach der Rang 220. Hoffe ich zumindest. Aber wird wahrscheinlich bald passieren. Ist ein bisschen nervig, aber passiert halt sowas. Können sie jetzt auch nichts für. Und ja, manche Sachen können sie auch noch ein bisschen verbessern. Zum Beispiel, wie sich das anfühlt mit dem Lane Switching und so. Manchmal ist das auch nicht ganz genau. Und das mit dem Perfektschalten ist bei vielen Fahrzeugen auch nicht genau. Wenn da der Pfeil auftaucht und der ist noch zu sehen, manchmal ist dann kein Perfekt. Also halt, da hat man manchmal trotzdem nicht perfekt geschaltet, was ja keinen Sinn macht. Also dieser Pfeil, den ihr jetzt seht, wenn ich da zum Beispiel manchmal schalte, dann manchmal ist kein Perfekt geschaltet. Ja, das ist auch sowas bei vielen Autos, die auch noch vielleicht ein bisschen verbessert werden kann. Oha, what the fuck war das? Aber ansonsten ist es übelst geil. Ich finde, manche Drag-Rennen sind auch übelst spannend. Also am geilsten finde ich die Drag-Rennen, glaube ich, bei A+. Aber die restlichen Stufen sind auch richtig geil. Allgemein, wie das so aufgebaut ist. Guck mal, der Vibe, der da herrscht. Im Hintergrund die Zuschauer und so. Das haben die wirklich richtig geil gemacht hier mit der Kameraperspektive. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den richtigen Effekt ausgewählt habe. Aber ich denke schon. Und der perfekte Start ist übrigens nicht dieses Grüne am Anfang, sondern das, was beim Tacho steht. Was mir in dem Fall jetzt leider nicht angezeigt wird, wegen mein Tacho ja nicht hier ist. Aber ja, das könnt ihr danach ja selber noch schauen, falls ihr das Spiel habt. Der zieht mich ja übelst ab. Warum ist er so schnell? Ich glaube, mein Wagen kommt gar nicht auf 330. Scheiße, stimmt. Ich habe meinen Wagen noch auf Drift eingestellt. Oh mein Gott. Guck mal, jetzt ist nur noch ein 1 gegen 1, Digga. Die zwei haben gelieft. Ich finde die Drag... Die haben ja auch geschrieben, dass die Map nicht so wirklich geeignet ist für Drag-Rennen. Aber eigentlich gibt es ja schon viele Stellen, wo Drag-Rennen sehr gut passen. Zum Beispiel hier. Geht richtig weit geradeaus. Also eigentlich... Finde ich eigentlich... Sind richtig gute Drag-Strecken, die die gewählt haben. Passen alle perfekt. Oh. Was war das? Weiß zwar noch nicht, wie das richtig funktioniert, aber es gibt irgend so eine Meta bei manchen Fahrzeugen, wo man die ganze Zeit hoch und runter schalten kann, um Nitro zu erhalten. Aber ja, der Typ hat eindeutig gewonnen, von den Punkten her, sieht man jetzt schon. Aber ja, gleich muss ich den Wagen noch auf Grip einstellen. Ich glaube, ich hatte ihn letztes Mal auf Drift eingestellt, wegen ich habe so eine Aufgabe. Weil ich will momentan den Nissan 350Z freischalten für Driften. Das gibt so eine Aufgabe, womit du mit Nissan-Fahrzeugen 300 Sekunden insgesamt im Rennen driftest. Deshalb ich ihn auf Drift noch hatte. Komm, ich will ihn wenigstens einmal besiegen. Komm. Nein, Digga, der ist viel zu schnell. Warum ist er so schnell, Junge? Warte doch mal auf mich. Der ist unendlich schnell, der Typ. Ich sehe ja leider noch nicht mal, wie schnell ich fahre, ist das Problem, Digga. Egal. Die Driftrennen werden, glaube ich, für die meisten das geilste Highlight sein. Das werde ich euch gleich zeigen. Also die Driften hat sich komplett geändert.
Aber Drag Run, die feiere ich einfach nur. Übrigens weiß ich zum Glück dank meinen Effekten, wo der perfekte Start ist. Bisschen verschaltet. Digga, wie schnell der ist, Junge. Hat er eingebaut Testosteron oder was eingespritzt? Genau. Allgemein die Drag-Rennen, wie die aufgebaut sind, selber schalten, Verkehr. Sogar hier die Brücken, wo man springt, ist voll geil. Mit den. Wow, 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 what the hell? Bisschen sus, Digga. Was hat er denn mit seinem Charakter gemacht? Digga, der hat einfach hier FSK 16 heute machen, Junge. Okay, warte mal. Ja, wir sind jetzt nur zu zweit hier. Wir verlassen jetzt erstmal, weil ich wollte ja jetzt Drift-Playlist euch zeigen. Erstmal mache ich noch meinen Wagen auf Grip. Wir sehen uns gleich. Ich kann euch hier auch kurz meinen Driftwagen zeigen, den ich habe. Ich habe leider bis jetzt nur noch einen. Das hier ist mein Driftwagen. Und ja, man kann Drift-Handling nicht abändern, wenn man das eingebaut hat, die Reifen. Finde ich aber nicht schlimm, weil die sind ja extra fürs Driften gemacht. Und ja, hier habe ich den auf Drift eingestellt. Das ändere ich mal kurz. So, zack. Aber warte, ich wollte ihn so R03 halten. Ich glaube, auf 25 hatte ich ihn. Und dass er nur bei Bremsen driftet. Ich wollte ihn nicht unbedingt Grip machen, sondern dass er beides so ein bisschen kann. Okay. Dann sehen wir uns gleich in der Drift-Playlist. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Wir sind jetzt in einer Drift-Playlist. Hä? Mit Rayshades 350Z? Hey, wie geil ist das denn? Ach, ich glaube, das ist so eine Drift-Playlist, die random jetzt gekommen ist, wo alle denselben Leihwagen haben. Das ist geil. Ich hoffe, der lässt sich geil driften, ey. Ich kann ja sowieso nur bei S-Klasse meinen eigenen Drifter benutzen, bei den Rest habe ich ja keinen. Deswegen muss ich da meinen Leihwagen nutzen, aber Rayshades 350Z als Leihwagen ist ja natürlich besser. Geil, Junge. Ja, seht ihr, ich habe jetzt gar... Das sieht so komisch aus, weil alles so leer ist. Ich habe gar nichts beim Tacho. Hä? Oh nein! Ja. Ach, das ist auch ein Bug, den es gibt. Sicher... What the heck? Sicher jetzt erst. Und zwar, es gibt ja auch den Bug, wo, wo leider die falsche Playlist dann ausgewählt wird. Wenn man auf Drift geht, wählt er dann auf einmal andere aus. Das ist jetzt in dem Fall passiert. Deswegen, das ist gerade keine Drift-Playlist, sondern ein Rennen, sehe ich gerade. Okay, wir sehen das gleich, wenn ich das Rennen gefahren bin. Kann ich ein bisschen noch trotzdem mitnehmen. Das ist jetzt die Underground-Playlist. Die haben so einen Vorteil mir gegenüber, Digga. Die sehen einfach direkt, wo es... Sie sehen die Karte, die sehen das Tacho. Vielleicht haben die auch den Bug, aber ich denke mal eher weniger. Und die Underground League kam noch rein, die zeige ich euch auch danach. Da kommen immer jede Woche neue, also drei neue Rivalen. Hauptsächlich von der Story die meisten. Und noch eine Community Challenge. Nächste Woche die Community Challenge, die beginnt glaube ich in 3-2 Tagen. Man muss 2 Millionen Cops als Community zerstören, dann kriegt man einen Wagen geschenkt. Und dann kommt noch ein geheimer Racer. Kann sein, dass es Eddie ist von Underground 1, aber weiß ich natürlich nicht genau. Es gibt gerade eine Aufgabe, ich muss knapp an Fahrzeugen vorbeifahren, das machen wir mal eben. Oh, ich gewinne ja mit Abstand. Okay, 8 von 10. Ja, okay, abgeschlossen, let's go. Wie lange geht das vorhin? Das ist eine neue Strecke, glaube ich. Also ich kenne die so zumindest nicht, Digga. Let's go. Viele beschweren sich ja auch manchmal über das Handling bei Unbound, aber ich finde an sich das Handling von Unbound fand ich schon immer sehr gut. Also das ist eigentlich das beste Handling, finde ich, von den modernen Need for Speed Spielen, was Grip angeht und auch einfach nur um die Kurven zu sliden. Jetzt nicht driften genau, sondern einfach um die Kurven zu sliden, finde ich auch okay. Aber ja, bei den neuen Fahrzeugen ist das Handling noch besser. Also das Handling ist wirklich richtig gut.
Vor allem bei diesem Bug, wo ich, wo das HUD nicht angezeigt wird, kann man auch einfach keine Musik überspringen, Digga, das ist so komisch. Aber egal. Ja, alle fahren denselben Wagen. Guck mal, ich sehe vor allem noch nicht mal, wo der perfekte Start jetzt für mich ist. Kann das nur raushören, aber ist auch schwer. Hätte ich wenigstens jetzt einen Cartoon-Effekt eingebaut, hätte ich das wenigstens sehen können. Egal. Extra schwerer gemacht für uns, Digga. Tschüss. Sorry, Digga, weiß ich nicht. Okay, wir sind Zweiter. Halte während eines Rennens einen einzelnen Drift für 7 Sekunden. Richtig schwere Challenge eigentlich, Digga. Weil es gibt nicht so viele Kurven, wo man das machen kann. Vor allem das Fahrzeug muss auch dafür eingestellt sein, dass man das schafft. Wie lang war das jetzt? Hätte ich gern gesehen. Aber Rage's 350Z ist schon einer der geilsten Hero Cars. Ich finde es aber ein bisschen schade von EA oder Criterion Games, je nachdem wer das da macht. Ich glaube sogar EA mit den Preisen. Und zwar, dass die Hero Cars von Underground 1, 2 und Heat mit Echtgeld man kaufen muss. Weil die waren ja in früheren Need for Speed Spielen auch gratis zu bekommen. Finde ich ein bisschen schade, dass es so gemacht worden ist, aber kann man leider jetzt nicht mehr ändern. Aber die Premium Speedpässe finde ich gut, dass man die mit echtem Geld kaufen muss, weil eine coole Belohnung und ja, irgendwie müssen die ihr Geld noch, ne? Zweite Rennen bin ich auch Zweiter geworden jetzt. Oh, ist kurz getötet. Okay, Start verkackt, Digga. Weg mal nutzen. Wo habe ich einen Arm vorbei zu hier? Schon mal ein bisschen. Hö, wie sind die trotzdem schneller? Obwohl ich Burst nicht draktiert hab. Ey, Digga, der fährt mit Fullspeed hier in die Kurve rein. Direkt in uns, Digga. Als ob ich Vierter bin, Junge. Kann das sein? Komm, wir holen auf. Darf nicht zu dolle driften, also nicht zu engen Winkel, weil sonst verliere ich viel Speed. Komm. Sind wir Zweiter oder Dritter? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja noch einer ganz weit vor uns. Hä? Checkpoint verpasst, Bro. Macht er da? Er will einfach abkürzen, obwohl Checkpoint dahinter ist. Hat er den Checkpoint nicht gesehen oder was? Ey. Nein. Nein, Junge, du kleiner Schwanz. Ich hätte ihn so wegrammen können. Egal. Wir haben sowieso die Playlist gewonnen. Von den Punkten her insgesamt. Also hier wurde hier Zweiter, aber insgesamt haben wir gewonnen gleich. Der, wo bleibt der Letzte denn? Was hat er denn gemacht, Junge? Junge, wie knapp das war, ey. Ja, erster. Okay, kommen wir jetzt zu den Drift Playlist. Wow, Digga, was? 114.000 Dollar, Junge. Okay, das ist ehrlich übelst heftig. Jetzt sind wir in der Drift Playlist. Kansai Style heißt die Playlist. Oder nee, ist nur ein Drift Event, geil. Mit auf S-Klasse sogar. Oha, das ist okay. Ein Drift Event auf S-Klasse, Digga, geil. Das ist halt so ein längeres Drift Event dann. Aber jetzt sehen wir unser eigenes Drift-Auto und ihr werdet gleich sehen, wie geil sich das driften lässt, ne? Ich habe mich an das Handling schon gewöhnt, also ich kann damit gut driften. Okay. Alle fahren verschiedene Autos. Einer fährt, glaube ich, sogar einen Countach. Jeder hat ein eigenes Auto, ist geil. Oder fährt ihr ein... Ah ne, da vorne fährt ein ausgeliehenes mit, glaube ich.
Was sagt ihr zu meinem Auto-Chat? Leute, schreibt in die Kommentare. Chats schreibe, sag ich, Digga. Ob ich leisten würde, kann. Ja, okay, fahr mir jetzt ein ausgeliehenes Auto. Sieht euch mal das Drift Handling an, Digga. Da kann ich wirklich, da kann mir wirklich jeder sagen, was er will, aber ist einfach nur geil. Im Vergleich zu den vorherigen Handling, Digga, ist das 10 Millionen mal besser. Muss mich aber erstmal kurz an die Strecke gewöhnen, weil die bin ich noch nicht lang gedriftet. Also rückwärts noch nicht. Und falls man aus der Kurve rausdriftet, kann man sich mit Burst Nitro retten. Ihr seht das alles, ne? Hätte ich jetzt noch mein HUD, würde ich auch sehen, wie viele Punkte und alles ich habe. Weil Punktesystem wird auch geändert. Das könnt ihr in anderen Videos sehen, wie das ist. Dreifacher Multiplikator. Aber ja, und man wird auch geghostet, wenn man durch Leute fährt, wie ihr hier jetzt seht. Damit man sich halt nicht rammt. Und ja. Also ich kann euch vielleicht zeigen, wenn ich jetzt hier aus der Kurve zum Beispiel rausdrifte, mache ich Burst Nitro und dann habe ich mich wieder gesaved. Das ist eigentlich eine coole Mechanik. Aber ja, habe ich jetzt nur kurz euch gezeigt. Lässt sich auf jeden Fall richtig geil driften. Kann richtig geil zickzack driften, dann kann richtig smooth und geil. Es rutscht auch wirklich mal. Davor war immer so ein Driften, irgendwann so zwiegespalten. Wisst ihr, so rennen, aber auch gleichzeitig driften irgendwie. Und jetzt ist es so, dass es wirklich driften auch ist. Weil wenn du mal in Kurven zu schnell fährst, dann driftest du auch wirklich aus der Kurve raus. Was ja auch Sinn macht, ne? Deswegen. Aber ja, jetzt bin ich gespannt, welchen Platz ich jetzt werde. Deswegen ist, wenn man vorne alleine driftet, kriegt man, glaube ich, manchmal weniger Punkte. Weil es gibt auch so Spezialsachen, also ich weiß nicht, wie man das nennt, aber solche Tricks. Wenn du zum Beispiel Tandem Drift oder so machst, womit du nochmal ein paar mehr Punkte kriegst. Also ich verlangsame vielleicht mal ein bisschen meinen Speed, damit die herkommen. Hey, er hat diesen neuen Effekt. Wie geil, er hat den Premium Pass. Ah, okay, er hat mich überholt, ich hab nicht mehr gemerkt. Damit ich nicht vorne alleine drifte, wisst ihr? Der hat kurz doppelt so viel Speed bekommen. Kurve. Let's go, Digga. Die Strecke ist so geil, ey. Ich feier die. Und wenn man die Wand berührt, kriegt man, verliert man nicht direkt seine ganze Combo, sondern so einen Teil von seiner Combo bisschen. Was ich auch cool finde. Okay, jetzt geht's hier lang. Hier kommt jetzt auch eine coole Passage. Und wenn der Enkel, also halt der Enkel, Digga, Angle, der Driftwinkel zu stark ist, dann kann man sich manchmal auch eindrehen. Sieht man unten beim roten Bereich zum Beispiel. Wenn ich im roten Bereich die ganze Zeit drifte, könnte ich mich easy eindrehen zum Beispiel. Und ja. Ich werde jetzt richtig auf Drag-Playlists und Drift-Playlists machen. Durch den neuen Handling halt, ne? Da vorne ist echt ein Speed-Drifter, Digga. Der driftet richtig schnell. Der hinter mir ist richtig langsam am Driften, Digga. Ich warte sogar schon auf ihn, dass er herkommt. Digga, ich bin so gespannt, wie viele Punkte ich schon hab, ey. Boah, Junge, wie geil lang man den Drift halten kann. Guckt euch jetzt mal an, wie lange ich den Drift halten werde.
Digga, es war bestimmt richtig viel Punkte, Digga. Was die auch noch vielleicht verbessern müssten, was geil wäre, ist, wenn die die Soundeinstellung ein bisschen abändern. Weil das ist so, dass man halt den Sound vom Wagen leise hört ein bisschen. Selbst wenn er alle anderen Sounds ausstellt, bis auf den Motor, wird auch der Sound vom Auto leiser. Deshalb, ja, das wäre auch nochmal geil, wenn sie es überarbeiten. Oh, guck mal, jetzt kommt schon der zweite hier. Let's go. Okay, wie viele Punkte haben wir? Komm bitte erster. Und was? Vierter, Digga? Als ob wir so Arsch waren, Digga. Niemals, Junge. Das ist halt so ein fetter Nachteil, ne? Wenn man das HUD nicht sieht, kann man sich nicht drauf einstellen, wie gut man noch driften muss. Digga, jetzt bin ich einfach Vierter geworden, Junge. Was? Als ob die so viel besser waren. Junge, ich habe sogar immer extra auf die anderen gewartet, damit ich so mit denen zusammen driften kann. Naja, aber hat trotzdem Bock gemacht. Vierter. Okay, jetzt zeige ich euch nochmal die Underground League und dann war es, glaube ich, mit dem Video. Also ich mache jetzt kein Rennen gegen die, aber das sind so Rivalen, KI-Gegner. Könnte auch sein, dass vielleicht irgendwann ein Singleplayer-Trick reinkommt. Das ist auch ein Punkt, den ich ansprechen will nochmal. Und zwar, die sollten die Updates auch gerne im Singleplayer nochmal ein bisschen reinmachen, weil Problem ist, irgendwann, ich weiß nicht wie viele Jahren, aber irgendwann kann man halt keinen Multiplayer wahrscheinlich mehr spielen. Allgemein nicht jeder kann Multiplayer spielen. Deshalb wäre es geil, wenn es ein Singleplayer auch ist. Manche Sachen, aber bei diesem kleinen Kaizen-Team geht es, glaube ich, nicht so einfach. Deswegen, ja. Okay, das ist die Underground League. Ich habe den ersten Rivalen schon besiegt. Rechts seht ihr auch die Community Challenge. Die geht in 2 Tagen los. Da muss man 2 Millionen Kopf zerstören und dann kommt ein Racer X. Wird auch noch, ja, sozusagen kommen. Und hier schaltet man den Wagen frei vom Ross. Und oben kommen noch weitere Leute dann. Das geht dann in 3 Tagen los. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, teilt das Video auch. Ich werde auch bald Livestream, also auf jeden Fall in dieser Volume werde ich Livestreams ein paar machen. Und ja, haut rein.